Auch im Next-Gen-Update für The Witcher gibt es mal wieder ein Build, der absolut broken ist. Konkret geht es um einen Igni-Build, der wirklich alles wegschmilzt. Bleibt dafür auf jeden Fall am... Liebe Leute, mein Name ist Fragnard. Hier auf dem Kanal dreht sich alles rund um The Witcher. Ich würde mich freuen, euch hier mit einem Abo zu begrüßen. Das wäre wirklich legendär. Und in der Praxis sieht das Ganze dann so aus. Wir spammen Igni und alle Gegner explodieren von Feuer. Wir stehen in unserem Irden drin und alle Gegner haben überhaupt keine Chance. Absolut broken, auch möglich natürlich nach dem Next-Gen-Update. Macht mega viel Spaß meiner Meinung nach und ist übertrieben nice. Entschuldigt, dass ich das Mikrofon hier immer so halte. Das ist leider ein bisschen kaputt. Ich zeige euch, wie ihr das Ganze baut, dass ihr auch so viel kranken Schaden macht. Beziehungsweise, naja, es gibt deutlich stärkere Builds von den reinen Schadenszahlen. Aber vom Spaßfaktor her ist es mit einer der spaßigsten Builds überhaupt, da der Art Eisbild nur bis ungefähr Level 70 funktioniert, weil die Gegner da Eis- und Frostresistenzen leider aufbauen. Igni funktioniert aber, wie ihr seht, weiterhin wunderbar auch im Next-Gen-Update. Ich zeige euch, wie baut ihr das Ganze, was braucht ihr für eine Rüstung und so weiter. Fangen wir an mit dem ganz klassischen Build. Wir brauchen 6 Teile von der Großmeister-Greifenrüstung oder von der Greifenrüstung, von der legendären. Im New Game Plus hat die nochmal einen anderen Namen. Warum 6 Teile? Das ist super wichtig, denn ihr braucht zum einen natürlich den Ausdauerverbrauch, der reduziert wird durch den Dreier-Set-Bonus. Somit aber nur im Standardmodus von den Spells, also wirklich Igni einfach kurz casten, nicht wie ich eben auch einmal kurz durchgechannelt habe, könnt ihr es einfach 2-mal benutzen, ohne Ausdauer zu brauchen. Plus 6er-Set-Bonus ist hier wirklich essentiell für diesen Build. Die Größe der Irdenfalle ist um 40% erhöht. Das heißt, ihr habt einmal einen super großen Bereich. Dort drin habt ihr ein bisschen mehr Ausdauerregeneration, das ist nice. Und die Zeichenintensität ist um 100% erhöht und erlittener Schaden um 20% verringert. Das ist doch mal extrem nice. Also 100% Zeichenintensität. Die knallt natürlich umso mehr rein, sodass wir hier auf eine Zeichenkraft von 671% kommen. Das ist ziemlich, ziemlich nice, meiner Meinung nach, und macht extrem viel Spaß. Wie kriegt ihr das Ganze? Dafür gibt es Location Guides. Vielleicht mache ich euch nochmal einen auf meinem Zweitkanal. Das könnte ich mir vorstellen. Als Armbrust natürlich Geralt von Rivas Armbrust. Absolute Pflicht. Die sollte jeder von euch haben. Und dann gibt es noch ein paar Tränke, die ganz nett sind. Natürlich der Donner. Wir haben mehr Angriffskraft. Wenn wir draufklatschen wollen, ja, ist es okay. Würde ich im Zweifelsfall aber nicht benutzen. 100% Chance auf Crits bei Stürmen hingegen ist natürlich nice, wenn stürmt. Jeder Treffer an Crits. Was aber viel wichtiger ist, ist einmal Adrenalin, denn Adrenalin equals mehr Damage plus Tawny, überlegener Waldkauz, das ist Ausdauerregeneration und so können wir von Anfang an sehr viel Zeichen spammen. Also überlegener Waldkauz ist das Wichtigste, Maribor das Zweitwichtigste, Mond braucht man eigentlich nicht, bisschen mehr Leben, das ist nice to have, weil man ist schon recht squishy. Also das muss man sagen, man hält nicht viel aus. Wenn man Igni spammt, dann hält man viel aus dem einfachen Grund, dass du die ganze Zeit eben den Gegnern aufs Maul gibst und dich dadurch dann hochheilst. Fällt das Ganze weg, dann sind sie A, nicht mehr in Flammen gesetzt und nicht mehr kontrolliert quasi. Die sind dann natürlich am Brennen und wollen sich retten und machen dann nichts. Aber fällt das weg, dann habt ihr ein ganz schönes Problem. Manchmal, sobald ihr einen Schlag bekommt, kann das übel enden. Deswegen immer schön Igni brav weiter spammen. Neben diesen Tränken, die ganz nett sind, im Zweifelsfall immer nur Tawny benutzen, sind dann die Absude wirklich das, was wichtig ist. Eine der wichtigsten Sachen auf jeden Fall Echidna-Absud. Warum? Ist ja klar. Wir verbrauchen Ausdauer für die Zeichen und dadurch heilen wir uns. Perfekt in Harmonie dazu. Bei maximaler Vitalität wird der Schaden erhöht durch das Wasser-Vibe-Absud. Und damit haben wir 50% mehr Schaden. Und wenn wir Max Vita haben, machen wir das auch. Das ist super cool, denn durch Ausdauer holen wir uns ja eben Leben wieder, also Ausdauerverbrauch. Und als wäre das noch nicht genug, kombinieren wir das Ganze mit dem alten Waldschrat. Jedes gewirkte Zeichen erhöht die Regeneration der Ausdauer für den gesamten Kampf. Und das ist natürlich nice, weil wir machen Zeichen und wir machen ja mal 2 die ganze Zeit gleichzeitig durch die Greifenrüstung. Und dann spammen wir einfach noch mehr Zeichen, haben noch mehr Ausdauerregeneration, steigern dadurch die Ausdauerregeneration und wir können wirklich, ihr habt es ja gesehen, ich drücke einfach Igni, 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 nonstop durch das alte Waldschrat absolut und die ganze Kombination von Ausdauerregeneration ist wirklich unglaublich. Hier haben wir ja sogar nochmal 10% mehr auf dem Waldkauz. Das ist wirklich sehr, sehr strong. Was wollen wir noch? Wir brauchen natürlich eine Skillung. War ja klar, war ja irgendwie zu erwarten. Und ich habe den Build wie folgt gebaut. Schaut erstmal, was ich hier in der normalen, allgemeinen Kategorie geskillt habe. Einmal natürlich die Technik der Greifenschule. Dann haben wir noch Adrenalinpunkte erhöhen Waffenschaden und Zeichenintensität. 3 Adrenalinpunkte sind unser Ziel, also deutlich erhöhte Zeichenintensität plus natürlich nochmal Adrenalinausschüttung erhöht und das Wirken von Zeichen setzt das frei. Ultra wichtig, weil ansonsten setzen Zeichen kein Adrenalin frei und ihr
macht ja fast nur Zeichen. Vielleicht mal einen Schwertschlag, wenn es angebracht ist, aber im Regelfall willst du einfach nur Igni drücken. Von daher super wichtig, die drei packe ich zusammen. Hier in dem Fall jetzt mit ein bisschen Vita. Habe ich einfach gemacht. Kann man auch natürlich noch ein bisschen mehr Zeichenintensität reinpacken. Im Kampf jetzt leider nicht. Ist aber auch nicht Pflicht. Pflicht hingegen ist es schon so ein bisschen hier auf den Toxizitätsbaum zu gehen, auf die Alchemie zu gehen. Hier brauchen wir auf jeden Fall die erhöhte Toleranz. Also einmal den Schwellenwert noch ein bisschen erhöhen. Jetzt brauchen wir hier noch die erworbene Toleranz. Eins der allerstärksten Talente des ganzen Spiels. Absolute Pflicht, meiner Meinung nach, in fast jedem Build. Dann brauchen wir noch die Synergie. Bonus durch Mutagene erhöhen. Dadurch haben wir hier einfach noch mehr Zeichenintensität. Super, super strong, meiner Meinung nach. Und dann natürlich noch Jagdinstinkt. Wenn Adrenalin auf höchster Stufe, erhöht sich der Schaden von Crits bei der anvisierten Gegnerart. Also ihr müsst anvisieren und macht nicht den Fragnat, sondern visiert wirklich an, um 100%. 100% mehr Crit Damage, absoluter Game Changer, wenn ihr Gegner anvisiert. Wenn ihr euch von vornherein sagt, das mache ich eh nicht, könnt ihr euch noch ein anderes Talent mitnehmen, aber das ist die Meta. Das ist der Way to go. Wenn wir schon bei Alchemie sind, natürlich Euphorie. Wir brauchen wieder hier, die Euphorie ist immer noch der stärkste Perk, die stärkste Mutation. Kriegt mal in Blood and Wine über die Story. Wenn ihr das noch nicht habt, spielt die Story, spielt Blood and Wine, ihr kriegt es auf jeden Fall. Dann einfach hier vorarbeiten, rechts in den Osten, Richtung Euphorie. Zusätzlich zu dem, dass ihr jetzt euphorisch und voller Schaden seid, wollt ihr natürlich noch das Ganze so ein bisschen ergänzen durch entsprechende Perks. Was ist wichtig, was ist unwichtig, kann man drüber streiten, aber nicht unwichtig ist auf jeden Fall Igni. Verbrennen, Chance auf 100% über die Pyromanie, absolute Pflicht, muss man mitnehmen. Das ist wirklich insane, weil dann brennen die Gegner immer und dadurch sind sie immer, ihr ahnt es, in Crowd Control und können euch nichts anhaben. Zeichenintensität von Igni erhöhen, nehmen wir mit. Wir nehmen auch mit den Feuerstrom. Das ist der Alternativmodus. Ausdauerkosten verringert ist nice to have auf diesem Modus, aber ist nicht das Wahre. Braucht man nicht, kann man nehmen. Auch Schaden durch Igni schwächt gegnerische Rüstungen dauerhaft. Das ist natürlich ganz geil. Also so verringern wir die Rüstung. Dann machen wir mit dem Schwert wieder mehr Schaden. Kann man mal machen. Ist aber auch keine Pflicht an sich. Pyromane super wichtig. Igni Zeichenintensität. Falls ihr mal von Gegnern umzingelt seid, dann könnt ihr euch mit Art da ganz gut rausholen. Mit dem Art Stoß natürlich. Und den machen wir jetzt einfach mal. Hoppala, jetzt sind wir Ciri. Das machen wir natürlich nicht. Sondern der Alternativmodus von Art, der geht wirklich hier einmal all around the Rosie. Entsprechend ballern wir alle weg. So läuft das dann. Und in diesem Fall sind wir, glaube ich, noch ein bisschen verbuggt hier, weil wir gerade noch auf Cirilla waren. Was man sich überlegen kann, ist Irden. Erstens, natürlich Zeichenwirkdauer von Irden ist nice, weil wir spielen immer in dem Irdenkreis drin, wenn es geht. 10 Sekunden erhöhte Dauer. Ja, ist auf jeden Fall chillig, kann man machen. Was man sich überlegen kann, ist hier nochmal die Intensität zu erhöhen und vielleicht nochmal diesen Vitalitäts- und oder Essenzpunkteverlust von Gegnern hier möglichst zu skillen. Kann man machen, macht aber nicht viel Schaden. Also auf Level 100 ist das wirklich, wirklich wenig und lohnt sich dementsprechend leider nicht. Lohnt sich aber mehr, als was wirklich nichts bringt. Täuschung ist natürlich der Klassiker. Axi in Dialogen bringt uns neue Optionen ins Spiel. Das mögen wir. Wir mögen alternative Wege, die man sonst nicht einschlagen könnte. Und ihr müsst natürlich vor dem Dialog immer Täuschung drin haben. Also im Idealfall dauerhaft. Und hier habe ich nochmal die Quen-Zeichenintensität mitgenommen, weil Quen ist natürlich einfach unser Brot und unsere Spiele. Also das macht übertrieben viel Sinn, Quen mitzunehmen. Es ist einfach der Defensivskill im Skill, das Spiel. Und ihr seid natürlich wirklich squishy, weil die Greifenrüstung ist halt auch nicht die tankigste. Was nehmen wir noch mit? Ganz vergessen, zur Rüstung natürlich nochmal die Eruption auf der Brust. Gegner, die mit Igni in Brand gesetzt wurden, explodieren beim Sterben und entflammen Gegner in der Nähe. Extrem, extrem wichtig. Kriegt ihr natürlich bei Terrence Mill, also nicht bei Terrence Mill, sondern bei der Mühle in Velen, da einfach mal das Ganze auschecken und die Gegner dann explodieren lassen. Super wichtige Verzauberung sollte man mitnehmen. Ansonsten kann man hier halt irgendwas Defensives. Igni-Intensität, klar, why not, go for it. Und Resistenzen sind aber auch interessant. Für die Waffen, ich habe jetzt hier Schleifsteine drauf und bei maximaler Vitalität wird die Vitalitätsregeneration umgewandelt in Schlägen. Ja, braucht man eigentlich nicht. Also Waffenverzauberungen sind hier zu vernachlässigen. Wichtig ist vor allem die Brustverzauberung. Zu meinem Kopf übrigens, das ist durch eine Mod entstanden. Zum Zeitpunkt des Next-Gen-Updates geht das leider nicht mehr. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr auf meinem Witcher-Song Heiß mit Igni vorbeischaut. Das wäre legendär. Ist ein Song, ja, bei dem sich wahrscheinlich die meisten von euch angesprochen fühlen. Ein bisschen cringe natürlich muss sein. Ist auf Spotify verfügbar, auf Deezer, auf Apple Music, auf YouTube, überall. Also ich würde mich super freuen, wenn ihr den vielleicht mal anschaut.
zu euren Favoriten-Song hinzufügt und in Playlists packt. Das ist der heftigste Support, den ich mir nur vorstellen kann. Wäre legendär, ist alles unten verlinkt. Und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video zu The Witcher. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und sage ciao, euer V. Und natürlich hier gerne nochmal die Glocke aktivieren. Übrigens, ich habe jetzt hier so Sterne im Bouquet, weil ich so eine Sternform vor die Kamera gemacht habe. Fand ich ganz süß für den Winter, nur hat die tatsächlich Probleme jetzt mit dem Autofokus. Guck mal, wenn ich so bin ich direkt raus. Direkt einfach. Aber es ist schon ein ganz cooler, süßer Effekt, oder? In diesem Sinne bin ich jetzt wirklich weg. Ciao, macht's gut, euer Tut. Liebe Leute, mein Name ist Fragner und ich wünsche euch den besten Tag aller Zeiten. Liebe Leute, mein Name ist Fragner. Bis später, euer Peter. Und natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Und natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Und natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Und meinen Zweitkanal könnt ihr auch gerne abonnieren. Gerne abonnieren.